Heute stehe ich zwischen zwei Bildern. Einmal unser Ordensgründer, der Bischof Eugen von Masenod, zur linken Seite. Aber hier auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ein Bild, was keine Person zeigt mit Gesicht, sondern eine Kirche, eigentlich zwei Kirchen zeigt. Einen älteren Bau hier hinten, eine ältere Kirche, dann eine Holzkirche hier davor und auch ein älteres Haus, ein Pfarrhaus dahinter. Und vor dieser Kirche sind viele Menschen. Sie sitzen, sie stehen, sie laufen, sie rauchen oder sie reden miteinander. Ganz verschiedene Menschen können wir da sehen, aber alle sind ohne Gesichter. Für mich ein interessantes Bild auch für missionarisches Arbeiten, für eine Arbeit zur Glaubensverkündigung und auch zur Glaubenserweckung auch wieder bei Menschen. Es ist egal, welches Gesicht der Mensch hat. Jeder Mensch ist angenommen, darf hier in diese Gruppe hinein, in diese Kirche hinein. Wir nehmen alle an und auf, wertschätzend an und auf. Und diese Kirche hier hinter hat auch keine Uhr. Die Uhr fehlt und das Pfarrhaus, das Gemeinschaftshaus hat eine offene Tür. Ich glaube, das sind wichtige Aspekte auch für Seelsorge in unserer heutigen Zeit. Jeder ist angenommen und gern gesehen. Keine Zeit im Blick zu haben und auch offene Türen zu haben, das sind gute Voraussetzungen, um als Christ oder als Christin in dieser Welt aktiv zu sein. Haben Sie solch ein Gefühl, wenn Sie mit Christen Begegnungen haben, so angenommen zu sein, so aufgenommen zu sein? Ihnen allen einen gesegneten Tag, Ihr katholischer Fernsehseelsorger Pater Alfred Tönnies.